So, hallo und herzlich willkommen und heute zu mal einem neuen Video, beziehungsweise ich habe früher schon öfters Videos über YouTube und Tutorials und was weiß ich was gemacht und ich habe jetzt mal einfach die Idee gehabt, ihr kennt alle die Facebook Let's Play Hilfen, Gruppen, was weiß ich was alles, wo man sich irgendwie Klicks erhofft oder was weiß ich. Auf jeden Fall, ich bin da auch in einigen drin und poste eigentlich auch, ja, ab und zu mal, je nachdem, wie ich lustig bin, Videos rein. Was dabei rüberkommt, ist mal nicht besonders viel, beziehungsweise kaum aufmerksam oder den ein oder anderen Dislike. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich bin jetzt nicht wie die meisten und da müsst ihr euch jetzt nicht überrechtfertigen oder sonst was. Die meisten posten eben ihre Videos rein und ja, das war's. Und ich habe gedacht, ich gucke jetzt mal durch, was es hier denn so an Content hat und bewerte den so einfach ein bisschen auf meinem Niveau, einfach was mir so gefällt, was nicht. Ich gucke mir gern YouTuber an, auch eben kleinere und auch größere, um mir eben auch ein bisschen Tipps zu holen, beziehungsweise einfach zu gucken, was kann ich wo verbessern oder beobachte auch irgendwelche YouTuber, wie sie wachsen oder was sie machen und habe da auch schon, die meisten hören eh dann nach einer gewissen Zeit auf, weil die Motivation fehlt. Aber ich möchte jetzt hier einfach mal durchgucken, was es so hat. Und ja, ihr könnt mir gerne mal auch eure Kanäle in die YouTube-Kommentare reinschreiben. Dann könnte ich am nächsten Video davon ein paar Videos bewerten bzw. mir angucken. Und ja, wenn euch das Video gefällt oder die Aktion gefällt, gebt da, könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn nicht, halt nicht. Ich gucke jetzt mal hier als Fußball, Freestyle, Fußball. Wo sind alle meine FIFA-Skills geblieben? Nee, FIFA interessiert mich gar nicht. Uncharted 4 auch nicht wirklich. Hier ist ein schönes Thumbnail. Link zum Video, ein kleiner Ding. Aber es ist halt hier, niemand guckt's an. Niemand guckt es an. Meistens sind irgendwelche komischen Beiträge, wo dann gar nicht um ein Video gehen, die finden dann oder eine Frau. Ja, ihr kennt alle die Vorurteile. Und hier bestätigt sich einfach auch ein bisschen. Wenn eine Frau hier am Start ist, dann geht er gleich ein bisschen mehr. Hier ist wieder nichts. Tom Clancy's Ghost Recon. Das werde ich mir jetzt mal angucken. Ja, holdrio Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Party Nick und wie ihr schon seht, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Beta-Version ist endlich Tom verfügbar. Clancy's. Nachdem ich Okay. die Close Beta gezockt habe, ich war so überragend überrascht von dem Spiel. So geile Grafiken, was weiß ich was. Leider hat es mir irgendwie die Speicherstände verhagelt und deswegen muss ich jetzt mir erstmal hier einen neuen Charakter erstellen. Wir haben hier auf Dialekt gefällt männlich mir gut. natürlich. Soundqualität ist Dann schauen richtig wir schön mal, ja, gut. männlich. Der Kopf können wir jetzt Steht hier einstellen. drin, Ich was du nehme für euch jetzt ein einfach Mikrofon mal mit benutzt? auf alles. Wenn Nein. es euch nicht interessiert, schaut das nächste Video. Jetzt im ersten Video hier zeige ich euch einfach mal, wie man Ja, also zeigt jetzt Gesicht. Ich den ziehe noch eine Ehemützle auf wahrscheinlich. den Dem ist Editor egal, aber das 1080p, Strudel sieht schon 60 relativ geil aus. Pixel, auf jeden Fall nice. Soundqualität gefällt mir richtig gut. Er hat jetzt klar gesagt, okay, wer jetzt das nicht sehen will mit dem Decker, Charakter, die, das große soll ins Schuh, nächste Video gehen, feiere ich eigentlich eine auch. Palde, Und Qualität, alles offener, passt. Titel: Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, Let's offener Play, Griff. German-Deutsch, Charakter erstellen. Passt alles, 8 Oh, sieht Views, Strudel kein aus, ey. Daumen, 12 Subscriber. Heute wurde das 12, offener, Video offener veröffentlicht. Bohrinne Jetzt da, gucken wir das war's gerade mal auf den besondere. Kanal noch mit rein, was er hier so hat, wie viele Klicks er hat. Also wie gesagt, er hat 12 Subscriber. Kanalbild finde ich gut, Profilbild finde ich gut, viel Battlefield 1. Also Battlefield habe ich die Erfahrung gemacht, da geht nicht viel. Das machen so viele Leute Battlefield-Videos, da geht einfach nicht viel. Auch wenn man gute macht. Thumbnails sehen gut aus, hier ist auch wieder FIFA. Relativ gute Klicks. Hier, okay, das ist ein Jahr vor einem Jahr. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Relativ gute Klicks für tatsächlich 12 Abonnenten. Thumbnails sehen gut aus. Hier könnt ihr noch ein bisschen was machen. Guck mal kurz hier noch rein. Ja, Zwei Leute, Daumen hoch. Ja. Servus, Holdrio, willkommen zurück hier auf meinem Kanal Eroberung Battlefield 1. Guck mal rein. So, Gustav wird erobert. Gustav wird Sehr erobert. gut. Also im Endeffekt ein super Kanal. Ich gebe ihm jetzt auf jeden Fall mal hier einen Daumen hoch. Und bei dem ersten Video gebe ich ihm auch einen Daumen hoch. Was besondere Outfit. Weil ich es gut gemacht finde. Aber ihr seht, da ist nicht viel rumgekommen. So, jetzt sind wir wieder hier. Gucken wir mal weiter.
Hier 100 Abonnenten, vielen Dank. Ich gebe mein Bestes. Let's play this game. Das Flipschen. So, okay. Er hat jetzt 3 Daumen hoch, einige Kommentare, von denen er die meisten selber geschrieben hat. Glückwunsch. Ich finde jetzt hier zum Beispiel keinen Kanal. Ich müsste jetzt auf sein Facebook-Profil gehen und mir den Kanal dort angucken. Deswegen schreibt doch einfach einen Kanal-Link mit rein. Mich interessiert zum Beispiel 100 Abonnenten. Okay, wie viele Views hat er, was für Videos. Aber ich habe dann auch keinen Bock, immer ewig danach zu suchen. So, dann gehen wir mal weiter. Hier haben wir noch einige Kanäle reingepostet. Hier ein Bild. Da gehe ich jetzt zum Beispiel gar nicht drauf, weil das gar kein Video ist. So Leute, fertig mit Streamen, dann dürft ihr nun heute eure Kanäle mal hier drunter posten. Ah, okay, das sowas funktioniert auch mal gut, einfach Kanäle drunter posten. mache ich ja im Endeffekt auch gerade, deswegen gucken wir das mal nicht weiter an. Der Publicus Tremaine, sorry, wenn ich den Namen falsch ausgegeben habe, gucken wir da mal rein. 165 Abonnenten, was ja schon relativ viel ist. 23 Views, Video ist seit gestern online. Kein Daumen. Ja, oh ja, was drei Modellstudios, der Heavy Walking Dead, okay. Survival Instinct. Echt ja. Mama jetzt du gar Water. Okay. Da kommt natürlich auf der Gruppe nicht viel, hat er wahrscheinlich selber geliked. Ne, jemand anders geliked, okay. Habe endlich 130 Abonnenten und momentan im Durchbruch. Hoffe, ihr seid kostenlos dabei. Viel Spaß beim Video. Ja, kostenlos dabei, das zieht glaube ich auch langsam nicht mehr. So von wegen, oh, ihr müsst auf jeden Fall nichts zahlen, um mein Video anzugucken. Naja. Durchbruch, schön wär's für ihn. 130 Abonnenten, gucken wir mal rein. Yu-Gi-Oh! Verstehe ich jetzt nicht so wirklich viel davon. Jo Leute, was geht? Mein Name ist Lord Yu-Gi-Oh! Jetzt wird natürlich wieder gezockt. Und zwar Yu-Gi-Oh! Duel Links. Und zwar werde ich jetzt einmal gegen den Vagabunden spielen. Oder Vagabund. Ich hoffe mal, dass ich gewinne. Er hat natürlich wieder 3 Startpakete in der Hand. Startmonster in der Hand. Wir gucken jetzt einfach mal, wie das Game wird und ich hoffe mal, dass ich jetzt gewinnen werde. Ich bin halt, gut, ich bin halt weiter dran. Großes Macht mit der Weise der grenzte Land. So. Wollen wir angreifen? Ja, wollen wir. Also ich schätze mal, dass er dahinter noch eine Fallen kann. Spiel kenne ich mich nicht aus, interessiert mich jetzt auch nicht weiter. Stimmenqualität ist okay, er redet ein bisschen zu schnell, verhaspelt, ist nicht mein Stil, gefällt mir nicht so gut, gefällt wahrscheinlich vielen Leuten, aber ich fand es ein bisschen undeutlich. Und ich finde es dann auch anstrengend zuzuhören. 131 Abonnenten, 11 Views ist da dann doch relativ wenig. Aber es sagt nichts aus, also die Abonnentenanzahl und View pro Video ist immer so ultra schwierig. Kann man eigentlich fast nicht sagen, okay, bei so und so vielen Abonnenten sollte man oder hat man so viele Views. Da gibt es so viele Faktoren, die mitmachen. Ansonsten, ja, passt. Die Thumbnails sind jetzt nicht so krass vorhanden, beziehungsweise nicht so spezielle. Thumbnails hat relativ, ja, durchwachsene Views, sage ich mal, aber das hängt auch immer vom Spiel ab, was dann eben welches Video ist und so, aber spricht mich jetzt persönlich gar nicht so an, deswegen gehen wir da wieder weiter. Jo, Conan, das war nicht Conan Exiles, das wollte ich mir mal angucken, Resident Evil, hier, sie geht mit ihrer Laterne und eine Flamme mit ihr, mit mir, okay. Schauen wir doch mal rein. 3 Views, immerhin einen Daumen hoch. 24 Abonnenten. Play in Games. Ja, mal nicht so ein 0815 Name. Okay, hier vorne war noch irgendwas zum Einsammeln. Munition. Flüssige Chemikalie. Jetzt habe ich 3 Schuss einzeln. Ich habe echt, ey, ich habe ganz schön gute Munition hier. Die Chemikalie bringe ich wieder zurück. Gefunden werden. Gut, eine Kurbel, also es soll es werden. Oh, hier. Hätte ich doch fast übersehen hier. Spiel ist natürlich relativ dunkel, aber das ist halt eben so. Bild nehmen! Oh, ja. Geil! Fetzt. Das geht auf jeden Fall richtig gut. Okay. Oh, die Arme! Ih, zerstochen! Ja, also finde ich jetzt, ich finde,
bei so einem Spiel, bei so einem Horrorspiel, sollte er ein bisschen ruhiger sprechen, ein bisschen thematisierter, außer er will halt das Spiel irgendwo auf den Arm nehmen und will es eins auf lustig machen. Das ist halt, sage ich mal, seine Entscheidung oder je nachdem, wie auch eben sein Stil ist bei so einem Video oder bei einem Commentary. Ich habe ihn jetzt ja nur zum ersten Mal angeguckt. Ich würde es aber spannend, Grüße, mein eben Name. versucht, so auf spannend zu machen, vielleicht ein bisschen interessanter. Gefällt mir sonst relativ gut. Ist halt auch wieder so eine Sache, was früher normal war, habe ich auch gemacht, aber was heute, ich glaube, schwierig ist. Wenn ich das schon hier sehe, der hat es halt einfach durchgespielt, wahrscheinlich, und lädt dann einfach jetzt hier, keine Ahnung, jeden Tag oder mehrmals am Tag oder alle paar Tage eben so eine 20 bis 30 Minuten Folge hoch. Ich guck's mir auf keinen Fall an, außer es ist halt jetzt irgendwie mein absoluter Lieblings-YouTuber. Ich feiere den über den Himmel und dann gucke ich mir vielleicht sowas an. Aber selbst da ist es schon schwierig. Cuttet das ein bisschen, ist natürlich mehr Arbeit, aber macht so ein bisschen die Highlights raus und meinetwegen, was weiß ich, aber so dieses Level hier, das guckt sich doch niemand an. Vor allem von jemand, der eben noch keine, weiß ich nicht, 50.000 Abonnenten hat. Und ja, es sieht man natürlich auch hier wieder in den Viewerzahlen, sieht man es ganz deutlich. Mein Resident Evil ist ein aktuelles Spiel. Und ja, aber es gibt sich halt keiner. Niemand guckt sich da 30 Minuten von irgendjemand an. Warum soll das denn angucken? Dann müsst ihr eben schon einen Grund dafür geben. Feiere ich jetzt dann diese Methode einfach nicht so. Da kannst du dann 1000 Videos hochladen, aber hast im Endeffekt nichts dran gewonnen. Jo, ich werde es jetzt mal dabei belassen. Ich will das jetzt auch nicht zu lange ziehen. Ich würde mich gerne mal über euer Feedback freuen, was ihr davon haltet, ob ihr mehr so Videos wollt, ob ich da öfters mal durchgucken soll. Und schreibt mir natürlich einfach mal eure Kommentare jetzt in die, nicht eure Kommentare, schreibt mir einfach eure Kanallinks unten bei YouTube in die Kommentare. Und dann schaue ich im nächsten Video einfach mal bei euch durch und gucke einfach so ein bisschen. Ich gucke jetzt auch nicht, keine Ahnung, ob ihr gut in dem Spiel seid oder so. Einfach so das, mein Level einfach ein bisschen durchgucken. Wie gefällt mir der Kommentar? Wie ist es gemacht? Soundqualität und alles. So Sachen, worauf ich achte. Und ja, gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn ihr mich supporten wollt, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Ansonsten halt nicht. Ist mir dann auch Wurst. Und jo, dann bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Einschalten. Ciao.